naiv zu glauben, dass Politik nach Möglichkeit antizipativ handeln sollte, wenn es erkennbar ist und nicht reaktiv. Also Sie würden sagen, jetzt im Wahlkampf ist schon okay, dass man es jetzt anfängt? Ja, das ist so ein schöner Satz. Also Rentenpolitik soll überparteilich sein. Das kann man immer sagen. Man kann alle wichtigen Themen aus dem Wahlkampf rausnehmen. Nein, das ist ein wichtiges gesellschaftliches Thema. Das muss in den Wahlkampf. Für den Eigentumsschutz ist entscheidend, dass die Rentenleistung oder die aufgebaute Rentenanwartschaft und später das Vollrecht halbwegs, ich sage mal, noch das Äquivalent eigener Leistungen sind. Wir müssen die Selbstständigen reinholen über eine Sicherungspflicht, wie Herr Raffel-Hüschen richtig sagt. Keine Versicherungspflicht in die gesetzliche, sondern eine Sicherungspflicht auf Niveau, Herr Rürup, des Grundsicherungsniveaus. Ein großer Teil der Solo-Selbstständigen ist eine absolut verständliche Reaktion, aus diesem System rauszukommen. Die Leute sind doch, Entschuldigung, nicht blöd. Die haben doch das Äquivalenzprinzip internalisiert. Warum sollten Sie äquivalenzorientierte Beiträge bezahlen, wenn Sie eine Rente bekommen, die niedriger ist als das, was Sie bekommen würden, wenn Sie gar nichts gemacht haben? Deswegen möchte ich persönlich an unserem Prinzip festhalten, nämlich, dass wir ein Äquivalenzprinzip haben und ein Fürsorgeprinzip. Und das funktioniert meiner Meinung nach in Deutschland. Das Äquivalenzprinzip ist das Leistungsprinzip, dass derjenige, der viel einzahlt, auch viel bekommt. Das ist eine Korrelation zwischen den Beiträgen und den Rentenansprüchen. Nur das Äquivalenzprinzip interpretiere ich als das, was wirklich hinter der Aufgabe steckt, nämlich die Bewahrung einer relativen Einkommensposition. Ich sehe es nicht so dramatisch, auch nicht wie Herr Rürup, dass man sagt, dass das Grundsicherungssystem Armut ist. Wir haben das damals geschaffen als Schutz vor Armut. Die einen, also die Leistungsbezieher, dürfen nicht gegen die anderen verfassungsrechtlich oder verfassungspolitisch gegeneinander ausgespielt werden. Verfassungsrechtlich nötig und im Grundsatz, wie ich meine, auch möglich sind auf der einen Seite Einhalt bei den Belastungen der Beitragszahler auf der einen Seite sowie moderate Begrenzungen des Rentenniveaus und der Rentenlaufzeiten durch Anhebung etwa der Altersgrenzen auf der anderen Seite. Ich würde vorschlagen, die Renten aufzustocken, dies aus Mitteln der Rentenversicherung zu finanzieren, aber die Bundeszuschüsse in einen Bundesbeitrag umzuwandeln, ja, der fest verkoppelt ist mit dem jetzigen Beitragssatz. Das wären etwa 6 Beitragspunkte. Und das hätte den Vorteil, dass nämlich nicht, wie es gegenwärtig der Fall ist, diese Bundeszuschüsse diskretionär mal heraufgesetzt und mal heruntergesetzt werden. Der Zuschuss, der Renten, wie sagen, der Beitrag des Bundes, ja, mein Gott, das ist gesetzlich dann eingeführt, kann aber auch gesetzlich wieder... So. Das ist keine Gewährleistung. Das ist die Nachhaltigkeit ist nicht gesichert. Im Gegenteil, durch die Schuldenbremse, die jetzt von Verfassungswegen eingeführt wird, wird es einen verfassungsrechtlichen Zwang geben, alle Leistungen in den nächsten Jahrzehnten auf den Prüfstand zu stellen. Nicht? Die Lösung ist erstmal eine Wahrheit auszusprechen, dass wir den Lebensstandard wahrscheinlich so in der Form nicht halten können. Oder man muss länger arbeiten. Und dann muss man auch einfach mal sagen, wir müssen vielleicht in Zukunft auch mehr auf einen Teil unseres Konsums verzichten und den für die Altersvorsorge bereitstellen. Wenn man im Prinzip sozusagen kohortenspezifisch die steigende Lebenserwartung umrechnet, dann kommt man eigentlich zu dem, was man diskret Rente mit 69 nennt. Wenn man dann allerdings von der Rente mit 69 spricht, dann wird man natürlich sofort gehängt. Deshalb werden wir das demnächst vielleicht anders nennen und dann wissen Sie nicht, dass das dahinter steckt.